Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stellplatzvideo mit eurem Dachmobil. Seit Münster sind wir ja Münsterland infiziert und deshalb sind wir an diesem Wochenende vom 3. bis 5. Mai 2024 wieder ins Münsterland gefahren. Wo stehen wir? Wir stehen in Reken, genauer gesagt in Großreken, auf dem Wohnmobilstellplatz Reken. Der Platz ist super idyllisch, ruhig gelegen, 1,5 Kilometer vom Ortszentrum entfernt, zwischen einem Campingplatz, dem Campingpark Großreken und den Freizeit- und Sportanlagen. Es ist hier nicht nur nachts ultra ruhig, schön eingebettet zwischen Wald und, ja, wie nennt man das, Tierwiesen. Da sind Kühe, da sind Ponys, Kühe, Pferde, alles da. Hat man hier eine traumhafte Lage mitten im Grünen in absolut schöner Ruhe. Angebunden ans Fahrradwegenetz, tolle Wander- und Spazierwege im Hintergrund. Wer es mag, Sportanlage mit Schwimmbad, Freibad wie Hallenbad, Spielplatz, Matschplatz, Wassertretbecken, haben wir alles da, zeige ich euch gleich auf der Karte. Und der Campingplatz, der gegenüber liegt, hat hier vorne im Eingangsbereich einen kleinen Kleintierzoo mit Nutztieren, wo sich gerne alt und jung dran erfreuen können. So, jetzt zeigen wir euch erst einmal, wie ihr hier hereingefahren kommt. Gestern war hier Regen angesagt. Wir hatten strahlenden Sonnenschein. Für heute war strahlender Sonnenschein angesagt. Klein Betty wieder laut gedacht. Wir drehen das Video sonntags. Was wir auch machen, weil die Leute dann, die anderen Camper weitgehend abgereist ist und die Privatsphäre ein bisschen mehr geschützt ist. Man hat ja eh immer sonst die Schwierigkeit, mal das ein oder andere Kennzeichen nicht zu erwischen. Haben wir heute bescheideneres Wetter. Wenn ihr aus der Richtung Großreken kommt, ist der Wohnmobilpark schon ausgeschildert und ihr fahrt einfach erstmal in Richtung Freizeitanlagen und ab da könnt ihr den Schildern folgen. Bis zum Freizeitbad zum Beispiel sind es 0,3 Kilometer bis zum Ortszentrum 1,5. Hier gibt es auch eine schöne historische Mühle, die ihr besichtigen könnt und einen Aussichtsberg und wunderbare Natur rundherum mit vielen tollen Radfahrwegen, Themenwegen, die 5-Herzen-Route oder andere, die wir euch in dem anderen Video zeigen. Natürlich haben wir euch zur Umgebung und zum Ort wieder ein separates Video gedreht, wo ihr alles sehen könnt, was ihr hier entdecken und genießen könnt. Schaut in die Playlist Münsterland, dort ist es mit diesem Video, wie ihr es von uns kennt, natürlich gleichzeitig online. So, ich muss mal auf Seite gehen, sonst bin ich gleichzeitig hier platt gefahren. Ihr biegt hier an dieser Baumgruppe, an dieser kleinen Weggabelung, einfach dem Schild folgend Parkplatz Wohnmobile in 100 Metern ab, hat aber den Nachteil, das Bild ist verbogen und du siehst es, das Schild ist verbogen, siehst es nicht im ersten Moment. Darum unser Tipp, orientiert euch an dem Schild Bochus Essbar. Das ist ein Restaurant, das sich auf dem Campingplatz befindet, das aber aktuell gestern noch nicht geöffnet hatte. Daher möchte ich zu dem Campingplatz auch nichts weiter sagen, da wir als Besucher doch nicht drauf kamen und die Rezeption nicht besetzt war. Ich hätte da eine Handynummer wählen müssen und das wollte ich jetzt nicht, nur um zu fragen, ob da geöffnet ist. Schaut auf der Internetseite ansonsten oder im Ort gibt es auch genügend, wo ihr essen gehen könnt. Dort gibt es auch 2 Discounter, einen Edeka, also fürs Leibliche sowohl ist in Großreken bestens gesorgt. So, und jetzt fahren wir einmal aufs Platzgelände. Tut tut! Noch eine Sache, bevor ihr auf den Platz kommt. Ich habe ja gesagt, ihr liegt hier an dem Sport- und Freizeitpark Reken. Es gibt hier wirklich super viel. Der Stellplatz ist hier. Da stehen wir. Und ihr könnt hier eine tolle Runde direkt hier vorne hinter dem Kastenwagen in den Wald hineingehen. Dann lauft ihr hier durch den Wald und könnt hier diesen Weg
entweder ganz außenrum oder die kleinen Wege hier durchgehen und habt eine tolle Runde gedreht. Teilweise sind die Wege unbefestigt, teilweise sind sie befestigt. Kommt drauf an, wie ihr euch entscheidet. Wir haben hier das Freibad mit dem Hallenbad. Tennisanlagen muss ich nichts zusagen. Wir haben für die, die mit Kindern unterwegs sind, hier den Spielplatz und den Matschspielplatz mit einem Wassertretbecken. Wir haben hier einen Fitnessparcourspark für Sit-ups und ähnliches zu machen. Dort sind verschiedene Sportgeräte. Wir haben die Skaterbahn hier mit der Halfpipe. Wir haben den Übungsraum der Blaskapelle und verschiedene andere Anlagen. Hier haben wir noch eine RC-Automodellanlage und hier der Parcours für das Disc Golf. Habt ihr schon mal Disc Golf gehört? Hier gibt es einen wunderbaren Parcours dafür. Ich blende euch an der Stelle einfach ein paar Bilder, die ich dummerweise hochkant mit dem Handy gemacht habe, für ein Reel, was ich gedreht habe, mal an der Stelle ein. Und danach gehen wir auf den Platz. Ihr könnt direkt auf den Platz fahren, den ihr für euch geeignet empfindet. Dazu müsst ihr nicht erst an die Anmeldung gehen. Das macht ihr, sobald ihr steht. Und da die Anmeldung mit der Entsorgungsstation hier alles zusammen ist und die gerade wieder besetzt ist, wir haben Sauerbratenzeit, wir haben 12 Uhr mittags, zeigen wir euch das gleich komplett, weil da steht auch die Müllentsorgung und alles. Und wir zeigen euch jetzt erstmal, wie die Platzbeschaffenheit aussieht. Der Fahrweg ist komplett geteert und die Wiesen sind vom Untergrund her geschottert mit Grasbewuchs. Insgesamt ist der Stellplatz absolut grün gehalten mit vielen Wildblümchen, die auch nicht gemäht in den hinteren Hangbereich rund um die Stellplatzebene angelegt worden ist. Es hat massiv geregnet. In der ein oder anderen Reifenfurche hat sich Wasser gebildet, das aber relativ schnell wegsickert, weil es hatte auch Freitag geregnet. Gestern war das Wasser weg. Wie gesagt, es hat eben noch geregnet, das ist frisch. Das Wasser läuft hier sehr gut ab. Bis dato hat sich noch niemand hier heute festgefahren von allen, die an- oder abgereist sind. Der Boden ist also recht gut verdichtet. Sind Furchen entstanden, werden sie vom Betreiber relativ schnell mit Schotter auch wieder aufgefüllt. Der Betreiber ist die Gemeinde Reken. Dieser Platz wird von der Gemeinde unterhalten. Der Campingplatz gegenüber ist in privatem Besitz. Möchtet ihr duschen, könnt ihr dazu den Campingplatz freundlicherweise nutzen. Meldet euch bei der Anmeldung, also an der Rezeption, die direkt am Eingangsbereich vom Campingplatz liegt, an. Gegen die Gebühr von 3,50 Euro könnt ihr doch das Sanitärgebäude pro Tag mit nutzen. Ihr müsst euch doch nur eben registrieren lassen. Also völlig unabhängig von dem Stellplatz, der hier von der Gemeinde betrieben wird. Picobello sauber, ultra ruhig. Es gibt zur Aufenthaltsmöglichkeit zu geselliger Runde bei Nieselregen noch diese schöne Holzhütte, die auch top gepflegt ist und in der Regel noch im Hintergrund den ein oder anderen Flyer enthält. Aktuell sind die Kästen nicht aufgefüllt, aber liebe Gemeinde Reken, ich denke, das kommt noch in den nächsten Tagen. So, wir zeigen euch jetzt mal anhand unseres Platzes, wie es aussieht, wo ihr steht und wie der Untergrund aussieht und nehmen den Strom direkt mit, damit ihr wisst, wie es mit der Stromversorgung aussieht. Offiziell hat der Platz laut einschlägigen Apps 20 Stellplätze. Wir haben jetzt gezählt. Man könnte auch, die Parzellen sind mega groß, es soll im Rasen eine Parzellierung zu erkennen sein, sehen wir gerade nicht, stehen 3 Wohnmobile pro Tochtenstück, nenne ich das mal. Das Ganze ist kreisförmig angelegt und mit Hecken immer nach 3 Stellplätzen unterteilt. Sollte es eng sein oder Kastenwagen oder man steht mit Freunden zusammen, könnte man auch so zusammenrücken, dass 4 in diese Tortenstücke hineinpassen. Es gibt 4 Plätze in der Mitte,
das Fahrrondell drumherum und dann nochmal 5 dieser Tortenstücke für jeweils 3 Stellplätze. Und das Schöne ist, du hast hier genügend Platz, auch dahinter noch die Grünfläche zu nutzen. Der ein oder andere Platz ist auch für größere Wohnmobile geeignet. Es stehen einige hier oder standen, die an die 9 Meter gingen. Das war an einigen der Plätzen möglich. Größere gingen vielleicht auch noch, aber das ist nicht mehr auf jeder Parzelle möglich. So, gehen wir mal nach hinten und zeigen euch nochmal unsere Parzelle, wie das so aussieht. Weshalb wir keine Nachbarn jetzt die ganze Zeit hatten, weiß ich nicht, woran es liegt. Alfred zeigt euch einmal gerade eins der Tortenstücke. Wie gesagt, das ist der Platz für 3 Wohnmobile. Von daher, der Platz ist nicht videoüberwacht, aber beleuchtet. Rundum an der Fahrstrecke und auch im Mittelteil haben wir diese Leuchten. Und wie bei uns zu sehen ist, ne, hier wurde dann auch die ein oder andere Fahrspur oder Vertiefung wieder mit Schotter aufgefüllt. Wir haben den Platz nämlich extra genommen, weil hier der meiste Schotter lag, was Freitagabend im Regen sich als gut erwies. Ne? Zwischendurch habt ihr immer wieder die Hecken, dahinter die Grünfläche und nach hinten ist der Platz auch abgesenkt. Da gehe ich jetzt nicht durch. Das Wasser läuft nämlich ab. Er ist minimal abgeschrägt im hinteren Bereich. Wir stehen ohne Keile. Das war absolut in der Waage. Und so hast du hier wirklich, wenn du sitzt, einmal sitzt du etwas vertieft und die Hecken, sitzt du auch windgeschützt und kannst hier auch bei etwas kühleren Temperaturen ein schönes Sonnenbad genießen. Hunde sind auf dem Platz erlaubt, aber bitte, wie ihr es kennt, an der Leine zu führen. Grillen ist auch erlaubt, offenes Feuer ist logischerweise verboten. Ja, und ansonsten gibt es zu dem Platz keine weiteren Einschränkungen. Kinder dürfen freilaufen und Ehemänner dürfen hier den Abwasch machen. Und Frauen dürfen, naja, gut. Gut, dann zeigen wir euch am besten mal den Strom. Jetzt stehen nämlich mittlerweile 3 Autos vorne an der Entsorgung und Anmeldung. Ich muss das hier irgendwie überbrücken. Wir können gemeinsam warten. Ihr könnt die Zeit nutzen, uns ein Abo dazulassen, einen Kommentar zu schreiben, wie ihr das hier findet, ob ihr den Platz kennt oder eben was euch an unseren Videos gefällt oder missfällt. Lasst uns in der Zeit auch noch ein Like da. Und wenn noch ein Auto sich dahinter stellt, wenn Nummer 4 an der Entsorgung steht, könnt ihr auch direkt die Zeit nutzen, die Glocke zu klicken. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es bei uns wieder online geht. Es gibt 4 dieser Stromsäulen. Warum Nummer 6 draufsteht, weiß ich nicht. Wie an der Stelle sind es 6 Steckdosen, in der Mitte sind es 4. Die Säulen sind beleuchtet und gegen den Einwurf von 1 Euro bekommt ihr die Kilowattstunde Strom. Abgesichert bitte mit, vermute ich, ja, 16 Ampere, da steht es, ich habe die Lesebrille nämlich nicht an, und bitte keine Geräte mit mehr als 1500 Watt Nutzung hier an eure Steckdosen im Wohnmobil anschließen. Prinzip ist einfach, ihr werft das unten wählen, hier an dem Drehschalter, ich mach mal hier hoch, wählt ihr die Nummer eurer freien Steckdose aus, Stecker rein, Geld rein, Strom fließt. Einfach, kennen wir ja das Prinzip, da kann man nicht viel dran ändern. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt zur Anmeldung. Kommen wir zum Bezahlen. Der Platz kostet nach dem 24-Stunden-Prinzip für 24 volle Stunden 8 Euro. Die maximale Übernachtungsdauer beträgt 3 Tage. Dazu geht ihr, wenn ihr euch auf euren Stellplatz platziert habt, hier ans Terminal. Über die Plus-Taste wählt ihr aus, wie lange ihr bleiben möchtet. Na, der ist nicht so schnell. Und könnt das dann über das Plus bis maximal 3 Tage verlängern.
über das Häkchen bestätigt ihr und entsprechend haltet ihr nach der Aufforderung des Bezahlvorgangs entweder eure Karte vor oder schiebt sie ein. Es ist nur eine Zahlung per EC oder Kreditkarte möglich. Ihr könnt hier nicht mit Bargeld zahlen. Für die Frischwasserversorgung, für den Strom benötigt ihr allerdings 1-Euro-Stücke. Da sind wir auch schon direkt bei der Frischwasserversorgung. Die haben wir hier nebenan. Hier wieder nach Öffnen der Schutzklappe den Einwurf von 1 Euro und der könnt ihr das Wasser hier zapfen. Und hier gibt es sage und schreibe 200 Liter für den Euro. Kleinere Mengen können nicht entnommen werden. Nicht ganz so toll, aber wir haben für den Übernachtungspreis wirklich alles hier, was wir brauchen. Also von daher kann man da auch nicht allzu viele Ansprüche stellen, dass wir da noch verschiedene Wassermengen haben. Daneben befindet sich noch eine Infotafel mit einem Ortsplan und wo der Regner Wochenmarkt ist. Hier ist freitags nachmittags in Reken immer von bis 18 Uhr der Wochenmarkt. Es gibt in Deutsch und Niederländisch die Platzordnung mit nochmal dem Hinweis, was wir hier in der Nähe haben. Reken hat eine Tankstelle, Apotheke und den Rest, den ich eben erzählt habe. Welche Freizeitmöglichkeiten es gibt und daneben auch nochmal einige Pläne, um eine Fahrrad- oder Wandertour zu planen. Gut, jetzt geht's dann auch an die Entsorgungsstation. Wir haben hier vorne die Entsorgungsstation All-in-One oder so ähnlich. Und zwar haben wir hier vorne die Entleerung des Grauwassers, wo ihr gut anfahren könnt, aber am besten euch drehen müsst. Und daneben der Schacht, der sich weder über das Rohr noch über diesen Zug, der da dran befestigt ist, öffnen lässt. Ich weiß auch nicht, wofür das Rohr ist. Alfred, klär mich mal auf. Also, ich weiß es. Du kannst es abheben. Ah, fürs Frischwasser. Nee, für das Abwasser. Für das Abwasser einzuleiten. Ja, ich verstehe. Ja, hier hinten ist die entsprechende Öffnung und dann könnt ihr das den Schlauch da reinhalten und damit ihr nicht bis da vorne ranfahren braucht. Irrtümlicherweise hat der eine oder andere auch schon drüber gefahren. Die Gitter sind ein bisschen verbogen und hat das auch mit der Toilettenentleerung verwechselt, was eigentlich nicht zu übersehen ist. Habt ihr die Toilette entleert, euer Abwasser entsorgt, bitte den Hebel tätigen und einmal kräftig nachspülen. Und wir haben hier dann auch nochmal, das ist kein Trinkwasser, die Möglichkeit der Kassettenspülung. Das ist auch alles im Stellplatzpreis enthalten. Wir haben kein WLAN und die Müllentsorgung ist hier einfach. Es steht ein großer Container zur Verfügung, in dem bitte kein Haushaltsmüll, ich sag mal ein kaputter Campingstuhl oder so weiter, entsorgt werden soll. Und hier wird in verschlossenen Müllbeuteln ungetrennt euer Müll entsorgt. Die Klappe geht ein bisschen schwer. Bitte nach Gebrauch wieder schließen, da wir hier am Waldrand sind. Und am Waldrand gibt es bekanntlich das eine oder andere Tierchen, was hier nach Nahrung sucht. Also Füchse oder so soll es hier auch in der Nähe geben. Ich habe es wieder geschafft. Es gibt wieder ein Fazit am Container. Super. Ich drehe mich aber andersrum, damit es nicht ganz so schlimm aussieht. Komm, Alfred, dreh mal mit. Komm. Fazit. Wohnmobilstellplatz Reken. 8 Euro. Super Preis. Die Lage, die Ruhe, die Landschaft, das Ganze drumherum. Drei Punkte. Besser geht es kaum in dieser Preisklasse. Super sauber, also von daher muss man hier ja auch sagen, das Ganze will unterhalten und gepflegt werden. Für 8 Euro haben wir hier eine kostenfreie Entsorgungsstation, eine kostenfreie Müllentsorgung. Wir haben eine gute Infrastruktur und alles blitzeblank. Von daher
Vielen Dank, liebe Gemeinde Reken, dass ihr sowas für uns Wohnmobilisten hier geschaffen habt, weiter erhaltet. Und wir kommen definitiv noch einmal wieder und hoffen, dass wir mit diesem Video viele andere Camper dazu inspiriert haben, auch einmal herzukommen und ein so schönes Wochenende zu verleben, wie wir es hier hatten. Danke an euch, danke fürs Zuschauen. Wir sagen wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Es geht wieder los mit dem Dackmobil. Das nächste wird ein langes Wochenende. Mal gucken, wo wir da hinfahren. Alles klar, macht's gut. Ich sage Ciao an der Stelle. Bleibt dran, wir fahren weiter. Ciao, ciao. Ciao.